Leseratten und willkommen zu den Neuzugängen. Willkommen zu den Neuzugängen. Und willkommen zu den Neuzugängen. Hallo Lesehörnchen, willkommen zu meinen Neuzugängen für November 2023. Ich fange einfach an, würde ich sagen. Mit den Büchern, die im November mit mir einziehen durften. Die ersten beiden kamen zusammen bei mir an. Und zwar hat Daniel die ausgesucht bei Marktkauf, müsste es gewesen sein. Ja. Ich wollte gar nicht. Und er hat aber die gesehen und gesagt, du brauchst Weihnachtsbücher. Und das erste Buch ist Sternenfunkeln von Sue Moorcraft. Da hatte ich ja schon mal ein Buch, so ein Mittelzweig, keine Ahnung, gelesen. Fand es da nicht so doll. Hier bin ich gespannt, wie das Buch ist. Das ist, glaube ich, der 6. Band der Reihe. Und ja, Spannung steigt. Dann etwas ganz Besonderes, wie ich finde. Und ich hoffe, es wird auch gut. Denn es ist ein Silvesterbuch. Und zwar Unsere Zeit ist jetzt von Susan Cousins. Keine Ahnung, wie man sie ausspricht, aber gut. Wie man sehen kann, ist da ganz viel Konfetti drauf, wollte ich gerade sagen. Feuerwerk drauf und deswegen habe ich gleich jetzt aber erst zu Hause festgestellt, so, das ist doch gar kein Weihnachtsbuch, das ist doch Silvester und ja, deswegen die schönste Liebesgeschichte des Jahres. Mal gucken, bin gespannt. Dann kamen Adventskalenderbücher bei mir an, die natürlich auch schon längst in der Mache sind, und zwar zum einen das Adventskalenderbuch von den drei Ausrufezeichen Wirbel im Weihnachtshotel. Und Winter Wishes von verschiedenen Autorinnen, die aber alle zusammen eine große Geschichte ergeben. Auch wenn es Kurzgeschichten sind, verschiedene Paare und so weiter. Aber alle zusammen sind in Pine Hills, der College-Stadt. Und auch hier gibt es ein Silvester-Special am Ende des Buches, also zum Schluss. Von daher wird es wahrscheinlich auch erst zum Silvesterabend dann ausgelesen werden. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Dann hat mein Vater Bücher gehabt. Die hätte aus der Bücherzelle, er ist eine oder andere, egal, und hat sie mir dann nacheinander, jede Woche eins, gegeben. Das erste stand schon seit ewigen Zeit auf meiner Wunschliste und konnte ich dann davon streichen. Ich habe nur gesagt, okay, das kann ich ja streichen, aber nicht, dass er es mir geben soll, ist Bisswunden von Greg Iles. Ich habe ja schon zwei Bücher von ihm gelesen, eins noch ungelesen hier, und fand die beide toll. Und bei dem Buch hat mein Vater gesagt, er konnte nicht aufhören zu lesen. Und das Buch hat über 600 Seiten. Er wollte es nicht aus der Hand legen, es war so spannend. Also bin ich sehr, sehr gespannt, wie mir das gefallen wird. Und dann hat er mir mein erstes Vincent Leach Buch gegeben, und zwar Der Todeszauberer. Das ist der zweite Band von Julius Kern. Der erste Band ging ja rum, wie weiß ich nicht, was rausgekommen ist. Ich hatte das auf Arbeit mal angefangen zu lesen, während des Kopierens und so weiter. Da stand das Bücherregal daneben und da war halt auch der erste Band drin. Also habe ich ein bisschen gelesen, aber nicht viel. Und das ist der zweite Band. Aber den kann man ja unabhängig voneinander lesen, denke ich, schätze ich. Und von daher, ja, mein erstes Vincent Leach-Buch. Menno. So, und das war's auch schon wieder. So viel waren es gar nicht. 6 Bücher kamen hinzu. Von daher nicht so viel wie im Oktober. Sehr gut. Und von daher damit kann ich lesen. Und bis auf 2 Bücher, die letzten beiden, werden sie ja auch sehr schnell gelesen werden, weil sie ja für den Dezember geplant sind, wie ihr auch aus der Leseliste entnehmen konntet. Von daher, ja, bin ich sehr glücklich darüber. Okay, das war's von mir. Welche Bücher durften bei euch einziehen im November? Lasst mich doch gerne wissen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis dann. Bye, bye.